Hallöchen Leute und herzlich willkommen zur nächsten Runde Gwent hier. Ich muss mich noch ein bisschen für den Sound bei den letzten Folgen entschuldigen. Da ist so ein Metallgeräusch die ganze Zeit zu hören. Das hat mir ein Windows-Update verkackt. Aber ich gehe natürlich hier trotzdem rein in die Action. Wir müssen ja auch noch laden. Ja, ich konnte das zurückverfolgen bis zu dem Windows-Update. Davor alle Aufnahmen gut, danach alle Aufnahmen mit diesem metallischen Geräusch. Ich weiß nicht, wie das passiert ist, aber auf jeden Fall hat Windows geupdatet und mein Aufnahmeprogramm hat dann diesen, ja, metallischen Sound mitgeliefert. Ist natürlich scheiße, aber kann ich auch nicht ändern. Also das ist schon in den Original, ich habe nachgeguckt, in den Originalaufnahmen drin. Wie gesagt, sorry dafür. Und jetzt, wie gesagt, starten wir in einem anderen Modus. In den anderen Saisons hatten wir es immer so, dass wir zwei Matches mit den Decks gemacht haben, um zu sehen, wo wir so stehen. Und dann haben wir immer 6 Matches hintereinander mit einer Fraktion gemacht. Und jetzt spielen wir immer so lange, bis wir verlieren mit einer Fraktion. Komm zur Sache, schnell. Mit meinem Nilfgaard-Taktik-Deck geht's hier los. Spielen gegen Rang 7, spielen auch gegen Nilfgaard. Und er kann mir auch eine mit 6 wegnehmen. Das ist ja, ey, jetzt hier so zum Start, ey, gefällt mir das gar nicht. Na, tauschen. Da kann ich mir halt nur ne, wahrscheinlich hier, was weiß ich, den Feuerskorpion oder die Durchschussdörte, wenn die kommt, wegnehmen. Deswegen passt mir das nicht. Ja, die kann man weg. Da ist schon die Durchschussdörte. Naja, vielleicht brauchen wir hier Geralt nicht. Ich denke mal, so lasse ich es erstmal. Boah, ich fang mal hier mit der Venendal Elite an. Heil, Kerser! Da haben wir mal 7 auf dem Tisch. Hat er auch. Gucken, wie viele Taktikkarten der hat. Gloir in Kerser! Dann haben wir mal 4 auf der Hand. Ich könnte jetzt eigentlich so eine Assimilieren-Karte ganz gut gebrauchen. Das ist natürlich die Frage, ob ich die jetzt ziehe, ne? Wenn ich jetzt hier Geralt kriege, das wäre natürlich scheiße. Aber komm, wir nehmen trotzdem einen guten alten Roderick. Aus dem Weg, Bauern! Ey, wir kriegen Assimilieren, sehr gut. Was ist Wahrheit, wenn nicht eine Illusion? Da, naja, schaffe ich mir noch einen Feuerskorpion. So, und den biete ich ihm mal an. Also der ist jetzt nur 5. Weil es wäre mir lieber, wenn er mir die hier wegnimmt, als nachher die Durchschussdörte. Für dich immer, mein Freund. Ja, nimmt er uns gleich weg, kriegt er natürlich genau die richtige Glaubst Karte. Glaubst du wirklich, du kannst mich erwischen? Dann nehmen wir den nächsten Feuerskorpion. Der ist gespannt, was er jetzt macht. Nilfgaard habe ich mir auch ein ganz neues Deck erstellt. Das werde ich auf jeden Fall, ne? Ich wollte jetzt hier mit dem Taktikdeck mal weiterspielen, weil ich damit angefangen hatte. Aber wenn das nicht so gut funktionieren sollte, ich habe mir ein Phoenix-Deck zusammengebaut. Das ist sozusagen inspiriert durch
Durch die Arena, da habe ich den Phoenix bekommen in der Arena und habe damit ganz gut gespielt. Naja, komm, den nehmen wir jetzt mal weg. Welch niedere Tätigkeit. Hat er nämlich nur noch 5. Sichin. Kann jetzt mal eine Taktikkarte nochmal neu ausspielen, aber unter Umständen. Könnten wir vielleicht passen. Das ist natürlich nicht gesagt, wenn er jetzt so eine starke Taktikkarte ausspielt, dann kann er natürlich auch die 10 hier wieder aufholen. Aber er passt. Oh, meine Dualschiff-Dörte, die macht mir Angst wegen seinem blöden Ergreifen. Weil er hat sonst bei mir wahrscheinlich keine sinnvollere Karte zum Ergreifen und ich kann sie nicht verbessern. Das ist die Frage, ey, ob ich hier Geralt brauche. Ach, das Ziehen gefällt mir eigentlich auch nicht so gut. Ey, spiel die mal aus. Ich kenne die Wahrheit. Du sollst sie nur zugeben. Wird jetzt aller wahrscheinlich nach sowieso passen. Tja, Taktikkarten, um die Durchschussdörte zu füttern, hätte ich genug. Wie ging diese Beschwörung noch gleich? Na, könnten wir ihn ja vielleicht doch noch ein bisschen ärgern. Da verbessert sich jetzt die Assimilieren-Karte. Dann gönnen wir uns doch noch eine mit Assimilieren. Joa, die hat er uns wieder weggenommen. Da ist jetzt die Frage, ob ich noch weiterspiele. Ich riskiere es jetzt einfach mal, weil wenn er mir die da wegnimmt mit Ergreifen, dann kann ich sie mir unter Umständen wieder zurückholen. Ja, und wenn er das nicht macht, ja, kann ich meine Taktikkarten ausspielen. Wir versuchen jetzt einfach mal hier in der Runde ihn ein bisschen zu ärgern. Und wenn er sie sich rüberzieht und gleich verbessern sollte, dann könnte ich sie mit Winzens noch wegmachen. Wir präsentieren Ihnen 2 Schwerter. Ja, wahrscheinlich holt er jetzt Vincent aus. Nee, assimilieren. Ja, er läutert sie erstmal. Dadurch bleibt sie aber zumindest am Leben. Ich lasse es in den Innereien eines Spatzen. So, und jetzt generieren wir uns mal eine von ihm. Geil. Ja, geil. Nimm doch den Verteidiger. Vergieß dir Blut, brecht ihren Willen! Diesen Tag wird man im ganzen Kaiserreich feiern. So, jetzt haben wir nämlich schon wieder ordentlich Ladung. Zack, zack. Komm, du kriegst auch noch einen mit. So, Kollege Schnürschuh, jetzt bist du dran. Ja, pass auf, gleich kommt hier die Karte, zerstöre die höchsten Einheiten. Weil ich gerade 2 mit 7 habe.
Verteidiger ist ganz gut, den können wir ihm wegnehmen. Seht die Macht von Nilfgaard! Ich will halt, dass er das hier noch einsetzt, das Versklaven. Da nehmen wir den Verteidiger gleich weg. Hat seine Laster. Naja, mal gut, dass wir ihm die Assimilierenkarte weggenommen haben. Jetzt erschafft er nämlich Geralt. Oh, setzt er den auf einen zurück. Irgendwelche letzten Worte? Der ist aber gemein von ihm, ne? Denn jetzt kann er mir wegnehmen. Ja, da hol ich mir sofort wieder zurück. Ja. Den holen wir uns doch gleich wieder zurück. Zackikowski, komm mal wieder zurück hier. So, dann geben wir ihm hier nochmal ein Schild und verbessern ihn nochmal. So, komm, du, mach dich weg. Den nehmen wir eben auch gleich wieder weg. Das wollen wir natürlich gar nicht. Der Daddy da, ne? Sich seine Anführerfähigkeit wiederholt. Mach dich mal weg hier, ey. Nee, vielleicht spielt er was Wichtigeres wie Geralt aus. Setz auf jeden Fall jetzt mal einen oben in die Fernkampfreihe, weil dann setze ich dir nämlich einen daneben. Und dann kann ich zum Schluss nochmal Verrat einsetzen. Ja, oh, er setzt ihn in die Fernkampfreihe. Er wird wahrscheinlich... Ah, er nimmt den Verteidiger, ne? Ich komme zu dir. Das ist natürlich ätzend. Ich riskiere es einfach mal. Wie gesagt, wir spielen hier volles Risiko. Mit Gewalt. Ja, Assimilierenkarte, die kann ich ja gar nicht gebrauchen. Furcht ist keine Schande. Naja, immerhin 20 vor. Die sind so gut wie tot. Würde das denn jetzt gehen? Ich weiß das gar nicht, ob das klappt. Ob er dann denen trotzdem Schaden gibt? Da ich es nicht weiß, probiere ich es einfach mal aus. Wenn es jetzt scheiße ist, ist es halt scheiße. Aber es klappt. Ey, wunderbar, ey. Komm, da kriegt ihr auch noch einen drauf hier. 22 vor. Acht vor. Es reicht! Es reicht! Wunderbar! Ja, nice! Erste Match schon mal gewonnen. Also dürfen wir mit Nilfgaard weiterspielen. Oh, und jetzt kommt ein haariges Match. Jetzt kommt das Aufstiegsmatch. Tja, würde ich sagen, ne, gehen wir natürlich gleich wieder rein in die Action. Das darf ich jetzt nicht verkacken. Ah, spielen wir die ausgerechnet gegen Rang 5. Ich kann Impertinenz nicht leiden. Ein Aufstiegsmatch. Wir dürfen anfangen. Na, Taktik habe ich 5. Versuchen wir uns hier mal. Das ist die nächste Taktikkarte. Ich brauche
brauche halt auch was zum Ausspielen. Und im Moment sieht sie so gut aus. Geh doch mal weg. Ach komm, so spielen wir. Klatschen die mir jetzt erstmal assimilieren um die Ohren. Ich brauche unbedingt Karten von ihm. Vielleicht. Er hat Regen, ne? Ja. Also ich werde auch so lange, wie ich jetzt mit dem Deck gewinnen sollte, also der erste, ne, in dem Moment, wo ich verlieren sollte, dann wechsle ich mal auf mein Phoenix-Deck, um das mal auszuprobieren. Ja, der ist natürlich sehr ungünstig. Nee, den mag ich nicht, ey. Die sind so gut wie tot. Ich wollte eigentlich als nächstes meine Dörte ausspielen, aber nicht so. Brennt jedes Haus nieder und greift euch alles, was glänzt. Ja. Naja, wenn wir schon mal eine Assimilieren-Karte liegen haben, ne, dann können wir uns ja auch eine von ihm erschaffen. Oh ja, die Herkehr, die würde mich sehr freuen. Finde ich mich noch ein bisschen geiler wie das Schiff. Zu den Wachen! Der Feind ist nah! Der wird hier auf jeden Fall angreifen, denke ich mal. Raubzugkarte. Ich hoffe, du machst Fische. So, jetzt hat er mit ihm geschossen. Jetzt spiel ich die Dörte aus. So, die verbessern wir noch und geben Schleier mit. So, und jetzt, wenn es halt sich anbietet, nur noch die Taktikkarten ausspielen. Tja, schade, dass ich keine Raubzugkarten habe, sonst könnte ich mir die hier holen. Aber mal sehen, was er ausspielt. Ich kann ja gleich mit der Dörte Schaden machen. Ja, noch sind wir vorne. Dann spiele ich ihm jetzt mal hier die Illoyale rein. Dann könnte ich da Verrat draufsetzen. Und könnte mir dann im nächsten Zug dann vielleicht wieder Herkia von ihm zurückholen. Ich werde sie Gehorsamkeit mit Gewalt lehren. Ja, wieder die Assimilieren-Karte. War doch eben schon so. Kommt das nächste Schiff? Naja, noch sind wir vorne. Ich schlage vor, wir präsentieren Ihnen zwei Schwerter. Dann nehmen wir erstmal den Turnierteilnehmer. So, geben der mal einen mit.
das mal so. So und so. Und dann könnten wir uns in der nächsten Runde mit einem Gnadenstoß das Schiff holen. Ich hätte es auch andersrum machen können und mir, aber ne, dann hätte er jetzt, ne, weil die nur noch einen gehabt hat, hätte er mit der Hacker jetzt erstmal die drei Schüsse gemacht und das wollte ich nicht. Wenn er nicht weiterspielt, passe ich allerdings trotzdem, also, ne. Na? Der passt. Na, oh, wenn er schon so lange wartet, passt er. Doch nicht. Aber jetzt ist die Frage, das Schiff? Ich kann ja auch Joachim dir wegnehmen. Weil er jetzt den gerade rausgeballert hat. Ich glaube, ich nehme lieber den Dwett. Barbaren allesamt. Ah, kann ich nur zurücksetzen. Das ist natürlich Code, ey. Dass ich Geralt gezogen habe, ist echt scheiße, ey. Boah, hätte ich mal meinen Plan verfolgt. Ja, jetzt setzen wir ihm natürlich die zurück, da kriegt er nur einen dazu, weil bei mir will ich überall was verlieren. Das wäre jetzt natürlich scheiße. Mist. Das war nicht so geplant. Der würde jetzt dann da 4 dazu kriegen, hat dann 24, also muss er eine 6er Einheit ausspielen, weil ich noch einen verliere, um gleich zu ziehen. So, das ist nur Bluten, jetzt passe ich. Wir werden dir immer folgen, bis ins Feuer! Bevor ich hier irgendwie in Kartenrückstand gerate, passe ich lieber. Ich verliere jetzt nochmal 2 durch Bluten, bin auf 29, er kann nicht einfach so passen. Ja, sicher, sicher. Vielleicht habe ich auch Glück, aber der muss doch eine gute Karte ausspielen. Naja, so wirklich gut ist die nicht. Du wirst mich erst töten müssen. Aber auch zweimal mit Dwett übelstes Pech gehabt, ne? Also, dass ich hier die Assimilieren ziehe und da dann den Geralt, ne? Das ist natürlich auch scheiße. Ich da ein bisschen besser gezogen hätte, hätte ich bestimmt gewonnen. So, assimilieren haben wir im Moment nichts. Ah, ich brauche eine Karte zum Ausspielen. Hm? Dafür könnte ich die nehmen. Bronze-Einheit aus dem gegnerischen Friedhof. Und der Rest ist eigentlich ganz gut. Aber wer weiß, vielleicht... er will Stress. Okay. Tötet die Söhne, raubt die Weiber! So, jetzt muss ich unbedingt versuchen, immer vor ihnen zu kommen. Denn dann haben wir Kartenvorteile in der letzten Runde. Was haben wir denn noch an Goldkarten? Oh, wir haben nur noch eine Goldkarte. Der ist nicht gut, ey. Na komm, Alter. Dann, ziehe ich mir den jetzt hier rüber. Oh,
hol mir die eine Assimilieren-Karte. Aus dem Weg, Bauern! Das wirst du nicht bereuen, werter Herr. So. Wir haben noch ein paar Taktikkarten auf der Hand. Dann nehmen wir noch den hier. Heil, Kerser! So. Ja, schade, dass wir nicht noch mehr Goldkarten haben. Den könnten wir nochmal einsetzen. Ich habe mal mit einem Schlag drei niedergestreckt. Die können wir im Spiel vielleicht noch wegnehmen. Dann spiele ich erstmal die Bronzekarte. Meine Verschreibung Adalas. Ja, da nehmen wir. Ah, nee, da ist Regen in der Reihe. Das will ich nicht. Hiermit kann ich auch zwei Schaden zufügen. Wir kämpfen, töten, plündern, die volle Tour! Na, es sieht nicht so schlecht aus. Kommt natürlich darauf an, was er noch hat. Eigentlich ziemlich gut, dass er hier nicht Arnjolf hat. Okay, Hemdal ist natürlich auch ganz schlecht. Jetzt erlebe ich 9 vor. Tja, ich kann ihm auch irgendwie nicht gut was wegnehmen, weil nur die eine da einen Statuseffekt hat. Das bringt's mir nicht so. Dann müssen wir erstmal dem 2 Schaden geben und naja. Versuchen wir unser Glück. Dass er da nicht eine gute Einheit kriegt. Wir werden die Seeblut rot färben. Zumindest unter Umständen für die letzte Runde war das super, dass wir die Morgwag da rausgeholt haben. Und immerhin hat er 5 weniger wie der andere. Aber Skellige hat so geile Schadenkarten. Er könnte jetzt auch wiederum den 10er mit einer Karte 10 Schaden machen. Wie gesagt, kommt natürlich drauf an, was er so hat. Leg mal irgendwas neben den Hemdal, damit ich Verrat einsetzen kann. Der passt. Den passen wir natürlich auch, haben Kartenvorteil. Und keine Goldkarten mehr im Deck. Tja, ihr könnt ihn eine Bronzekarte ausspielen. Dann würde der sich um einen verbessern. Nee, ich weiß, wenn ich jetzt tausche, ist es verkehrt. Ich behalte die. Ja, ich hau auch gleich mal als erstes raus. Er zittert vor dem Licht der großen Sonne. Danach den Skorpion und dann die ganzen. Okay, es sei denn, ich muss zwischendurch was mit Statuseffekt wegmachen. Und dann hoffen wir mal, dass wir auch Verrat gut einsetzen können.
Gehst du jetzt? Oder muss ich dich nochmal töten? Ja, jetzt ein Skorpion. Ey, ich muss irgendeine auf zwei runterkriegen. Ah, er nimmt uns den Skorpion weg. Alter, wird das nix. Eieiei. Naja, holen wir uns erstmal einen aus seinem Friedhof. Tja, ich glaube, das Schiff ist am sinnvollsten. Ja, wir nehmen das Schiff. Leg bitte alles in eine Reihe, Gegner. Alles in eine Reihe. Damit sich mein Verrat lohnt. Ich sehe schon, ich muss gleich den nehmen. Oder leider wieder nur eine Karte. Kann ich Verrat wieder nicht einsetzen. Na, er geht richtig in sich wieder. Was soll das hier? Mach hin. Vor allem, ich habe gar nicht so viel Zeit. Ich will gleich mit meiner Freundin weg. Und fertig machen muss ich mich auch noch. Ich sehe schon kommen, ey. Komm schon wieder zu spät. Hier gibt es erstmal Ärger. Ja, setzt er leider in die Nahkampfreihe. Auf sie, ihr faulen Säcke! Aber jetzt Säcke. Kommt der. Schlafen könnt ihr, wenn ihr tot seid. Türkoch! Der nehme ich jetzt für Rat. Auch wenn der jetzt denn sich hier in der Mitte noch verbessert, der ist halt verdammt. Wenn er zu hoch kommen sollte, kann ich ihn noch wegmachen. Weil ich könnte mir Harald holen. Ich habe aber leider doch, und ich hätte sogar einen Krieger im Friedhof. Das wird hier eine ganz knappe Kiste. Die kann ich zum Glück. Einer davon kann ich ihm wegnehmen, aber Alter, wir haben schon so wenig Punkte. 15 ist der vorne. Hier dann 7 weg, mit dem ist es ein 10er-Spiel. Kommt er auf 10 runter? Na, wir holen uns natürlich erstmal Harald, ist ja klar. Alle Mann an die Waffen! So, dann haben wir noch einen schönen Plünderer hier. Können wir gleich nochmal Schaden machen. Und der Harald gibt jetzt auch nochmal Schaden. Keine Gnade! Ich glaube, das sieht nicht schlecht aus. 6 können wir ihm auf jeden Fall wegnehmen. Und sollte der sich verbessern, nehme ich ihm natürlich den weg. Nein! Das ist die Karte, die ich vorhin meinte. So, wir kommen auf 15. Und er geht auf 14 runter. Wir haben es geschafft. Stress abzubauen, tut der Gesundheit. Bäm, Alter! Jawohl, ey! Sorry für den kleinen Räusper. So, da hat das bei Nilfgaard schon mal ganz gut geklappt. Beide Matches gewonnen. Das heißt, wir spielen in der nächsten Folge mit Nilfgaard weiter. So, ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß und ich hoffe, ihr schaltet beim nächsten Mal wieder ein. Bis dann und ciao!